Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 21. Juni 2023. Wie sieht Russlands Präsident Wladimir Putin die ukrainische Gegenoffensive? Wie sieht er diesen Krieg, seine Ursachen, seine Weiterungen und die Szenarien einer Eskalation? Wie analysiert der Kreml-Chef die ganze verfahrene, debakulöse Lage, in der wir uns befinden, mit nach wie vor erheblichen Weltkriegsrisiken, die viel zu schnell bei uns vom Tisch gewischt werden? Das sind die Themen unserer heutigen Ausgabe. Ich stelle ab auf das Treffen Putins mit den Kriegskorrespondenten am 13. Juni 2023 im Kreml. Ich spreche nicht Russisch, ich habe eine englische Abschrift durchgelesen und daraus das Wesentliche hoffentlich herausgezogen. Allgemeiner Eindruck, ein ziemlich umfangreiches Treffen, ein intensives Gespräch. Ich kann nicht beurteilen, ob die Fragen vorher eingereicht worden sind. Möglicherweise schon. Putin wirkte souverän, gelassen. Er wirkte sehr kontrolliert und emotional nicht angegriffen. Das Bild, das er da abgab, ist in starkem Kontrast stehend zu dem, was in unseren Zeitungen immer wieder berichtet wird. Sie erinnern sich, am Anfang des Einmarsches hat man Putin als grenzverrückt bezeichnet, als einen Wahnsinnigen, der da paranoid geworden sei in seinem Corona-Bunker und an seinem absurd langen Tisch. Man hat sich nicht nur fragend, sondern geradezu mit Ferndiagnosen über seinen Gesundheitszustand geäußert. Mein Eindruck von diesem Gespräch, von dieser Fragestunde mit sehr namhaften russischen Kriegskorrespondenten ist, dass Putin also nicht diesem Zerrbild, diesem Krankheitsbild entspricht, das bei uns kursiert. Und das Ganze fügt sich natürlich in einen generellen Eindruck. Ich bin der Auffassung, dass der Westen chronisch die Russen unterschätzt, immer schon. Napoleon hat sie unterschätzt, Hitler hat sie unterschätzt und wir laufen Gefahr, heute die Russen auch wieder zu unterschätzen. Bedeutende Schweizer Kriegskorrespondenten, etwa Kurt Pelda, hat ganz am Anfang des Einmarsches dieser kriegerischen Eskalation durch Russland die Prognose aufgestellt, dass die Russen keine Chance hätten, diesen Krieg zu gewinnen. Ich bin nicht so sicher, ob diese Voraussagen sich bewahrheiten werden. Im Moment sieht es nicht so aus. Was hat Wladimir Putin gesagt auf dem Schachbrett der Geopolitik mit den Kriegsberichterstattern seiner Seite, den Embedded Journalists? Es sind aber nicht nur Embedded Journalists, man muss hinzufügen, es sind auch unabhängige Blogger dabei gewesen. Und vielleicht noch eine zweite Vorbemerkung. Diese Journalisten haben sich zum Teil sehr kritisch und offen geäußert über den Kriegsverlauf. Sie haben Missstände angesprochen, sie haben staatliches Versagen angesprochen, sie haben den russischen Deep State, die Bürokratie, kritisiert. Sie haben Fragen gestellt zum Thema der Versorgung von Verletzten, zur Frage, wann die Soldaten wieder nach Hause geschickt werden, warum Russland verwundbar sei durch Drohnen aus der Ukraine, was man hier verpasst habe, um Putin. Ich sage jetzt immer für russische Verhältnisse, wir müssen uns vorstellen, Russland ist nicht eine blütenreine Demokratie, wie wir sie für uns in Anspruch nehmen, wobei ich davor warnen würde, die westliche demokratische Seite zu überhöhen. Wir machen viele Fehler in unserer Demokratie, wir pflegen sie zu wenig, aber Russland ist ein autoritär geführter Staat, selbstverständlich ist ein Staat, wo Sie ins Gefängnis wandern können, wenn Sie nicht die Meinung vertreten oder wenn Sie sich nicht an die Regeln halten, die Ihnen da vorgelegt werden. Kurzum, also wir wollen das schon im richtigen Kontext beurteilen, aber innerhalb dieses Zusammenhangs muss ich sagen, selbstkritische Aussagen Putins und erstaunlich kritische Aussagen dieser Kriegsberichterstatter, die übrigens nicht in eine Art Hurra-Patriotismus ausgebrochen sind. Sie wirkten auch nicht wie ferngesteuerte Marionetten, sondern wie besorgte,
aufgeklärte Patrioten. Das ist mein persönlicher Eindruck. Wir werden das Gespräch nach Möglichkeit dokumentieren und übersetzen, sodass Sie sich selber ein Bild hier machen können. Was sind die wichtigsten Aussagen des russischen Präsidenten? Ich versuche hier etwas analog der Fragen vorzugehen. Zuerst äußerte er sich zum Verlauf des Offensivgebarens der ukrainischen Seite. Er sagt, die Ukrainer würden gigantische Verluste erleiden im Verhältnis 10:1 gegenüber Russland. Sie hätten enorme Mengen schon an Panzern und an Kriegsmaterial verloren. Auch die amerikanischen Bradley-Panzer und die Leoparden seien da haufenweise abgeschossen worden. Es gibt dazu auch Aussagen des russischen Wehrministers Shoigu, die in diese Richtung gehen, sehr präzise, übrigens auch mit Angaben zu russischen Verlusten. Wir rufen das ins Bewusstsein mit aller Vorsicht. Also wir sind nicht der Auffassung, dass man das zum Nennwert nehmen könnte, aber das kontrastiert natürlich mit dem, was Sie bei uns lesen. Da wird eher der Eindruck vermittelt, dass die Russen die Nase vorn haben. Was auch interessant ist, Putin lässt eine große Entschlossenheit erkennen, diesen militärischen Spezialoperationskrieg, wie man das nennen will, diese Spezialoperation in seinen Worten zu Ende zu führen, zum Erfolg zu führen. Und die Ziele, die er hier angibt, lauten unvermindert seit dem Anfang. Er möchte diese Entnazifizierung, also die Beseitigung der Nazi-Truppen in der Ukraine, ein Teil dieser rechtsextremen Gruppierungen sind ja bereits in der Schlacht von Mariupol damals schon vor einigen Monaten stark zahlenmäßig verringert worden, haben diese Auseinandersetzungen verloren. Zweitens geht es darum, die Ukraine von einem Anti-Russland zu einem Nachbarn zu machen, mit dem man zusammenleben kann. Also eine Bedrohung zu entschärfen, die NATO zurückzudrängen. Und das ist im Grunde das überragende Narrativ der Aussagen des russischen Präsidenten. Er erzählt, dass man versucht hat, von Seiten der Amerikaner die Ukraine zu benutzen, um Russland zu schwächen, um Russland zu spalten. Und Putin gibt hier zu Protokoll, er habe mit seinen westlichen Partnern, wie ich sie früher genannt habe, versucht, alles zu unternehmen. Wir haben versucht, von ihnen Sicherheitsgarantien zu bekommen. Wir haben versucht, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wir haben sogar vorgeschlagen, ein gemeinsames Raketenverteidigungssystem aufzubauen. Das sei alles abgewiesen worden. Das Unheil habe angefangen in den 90er Jahren bereits, des letzten Jahrhunderts, zu Beginn der 2000er Jahre. Damals habe der Westen sich sehr stark auf den Krieg gegen den islamistischen Terrorismus konzentriert und man habe die Sicherheitsfragen in Europa ausgeblendet. Wörtlich sagt Putin, wir haben keinen Stein nicht umgedreht gelassen in unseren Anstrengungen mit der NATO und man habe sich sogar geeinigt, dass die NATO sich nicht ausdehnen würde in frühere Einflussgebiete der Sowjetunion und Russlands. Wir haben alles versucht, hier eine Option und einen Frieden herbeizuführen. Es sei nicht gelungen. Warum ist es nicht gelungen? Und da sagt Putin, it is just because the country is too big. No one needs a country that big and with such great potential in Europe. Everyone tries their hand at gradually breaking Russia into pieces. Also, der Grund für das Scheitern der Friedensbemühungen, der russischen Friedensbemühungen gegenüber der NATO, gegenüber den Amerikanern, sei darin zu sehen, dass das Land Russland schlicht zu groß sei. Niemand brauche so ein großes Land mit einem derartigen Potenzial in Europa. Und deshalb hätten alle versucht, dieses Russland schrittweise auseinanderzubrechen und in kleine Stücke zu zerteilen. Und die Ukraine sei ein wesentlicher Bestandteil darin, Russland zu destabilisieren. Also die Ukraine als Vorschlaghammer gegen Russland. Das ist hier die Lagebeurteilung, die am Anfang er hier vornimmt. Er sagt dann, wir hätten alles gemacht, die Russen hätten alles gemacht, um die Ukraine auch als unabhängigen Staat in guten Beziehungen zu halten. Wir hätten ihnen
billige Energie verkauft, günstige Kredite gegeben, aber auch das sei fruchtlos gewesen. Schließlich habe ein Regime in Kiew angefangen, die russischen Unterstützer, damit meint er natürlich die Leute, die in den östlichen Gebieten und auf der Krim leben, diese systematisch umzubringen. They started killing our supporters in the streets and eventually staged a coup d'etat. Sie haben also angefangen, unsere Unterstützer auf den Straßen umzubringen und haben dann schließlich einen coup d'etat entfesselt. Was er speziell dann herausarbeitet, ist, dass die ukrainische Regierung seit diesem Putsch, wie er es nennt, 2014 auf dem Maidan begonnen habe, Nazi-Bastarde, so sagt es, they put bastards like Bandera on a pedestal. Also man habe hier Bastarde wie diesen Bandera auf ein Podest gestellt, ihnen Denkmäler errichtet, diese Kollaborateure der Wehrmacht gegen Russland vergöttert und andere Denkmäler weggeräumt. Und diese Unterstützung der Neonazis, gerade jetzt auch durch einen jüdischen Präsidenten, sei ihm völlig rätselhaft und schleierhaft. Er könne sich nicht vorstellen, warum man ausgerechnet diese Faschisten mit Denkmälern würdige in der Ukraine. Er merkt dann übrigens auch noch an, dass der eigentliche Staatsgründer der Ukraine 1922 sei Lenin gewesen. Dessen Denkmäler würden abgeräumt. Dafür würden solchen Faschisten, wie er sich ausdrückt, Bandera gehuldigt und diese entsprechenden Denkmäler aufgestellt. Die Frage zu den Zielsetzungen des Kriegs und wie lange das gehen kann, da ist eine sehr interessante Aussage zu lesen hier. Er sagt, we were forced to try to end the war that the West started in 2014. Also wir wurden gezwungen, den Krieg zu beenden, den der Westen angefangen hat 2014, durch seine Einmischung in diesen verfassungswidrigen Staatsstreich damals, der eine westlich orientierte Regierung an die Macht brachte. Und dieser Putsch und dieser Krieg sei durch den Westen aggressiv mit Waffengewalt eröffnet worden und die Russen würden diesen Krieg, den der Westen eröffnet habe, auch mit Waffengewalt beenden, damit das ganze Territorium befreien der früheren Ukraine und zwar von den Vereinigten Staaten und den ukrainischen Nazis, wie er es hier formuliert. Es gäbe keine anderen Möglichkeiten. The Ukrainian army of the US and NATO will be defeated no matter what new types of weapons it receives from the West. Also die ukrainische Armee der Vereinigten Staaten und der NATO werde geschlagen werden, egal welche Waffentypen da auch immer hineingepumpt würden durch den Westen. Je mehr Waffen es gäbe, desto weniger Ukrainer würden überleben und desto weniger würde übrig bleiben von der Ukraine. Das sind also sehr harte Aussagen, die die Entschlossenheit der russischen Führung hier zum Ausdruck bringen. Eine direkte Intervention der europäischen NATO-Armeen werde an der Entschlossenheit und an der Zielsetzung Russlands überhaupt nichts ändern. In diesem Fall allerdings werde das Feuer des Krieges ganz Europa entflammen und er habe den Eindruck, dass die Vereinigten Staaten bereit seien, so weit zu gehen. Das also die drastischen Aussagen von Wladimir Putin und in diesem Zusammenhang wurde er gefragt, ja, wie weit würde denn Russland gehen? Werde man in Kiew einmarschieren? Werde man die ganze Ukraine erobern? Und da äußert sich Putin folgendermaßen. Er sagt, das hänge davon ab, wie sich dieser Krieg entwickle. Auf jeden Fall ging es darum, die Ukraine als von der NATO und von den Vereinigten Staaten ferngesteuerte Bedrohung Russlands auszuschalten. Und wenn es dazu nötig sei, nach Kiew zu marschieren, dann werde man nach Kiew marschieren. Ich zitiere ihn hier wörtlich. Do we need a march on Kiev? If yes, we need a new mobilization. If not,
we do not need it. There is no need for mobilization right now. Müssen wir nach Kiew marschieren? Falls ja, brauchen wir eine neue Mobilisierung. Falls nein, brauchen wir keine neue Mobilisierung. Es gäbe im Moment bis jetzt keine Notwendigkeit, zusätzlich zu mobilisieren. Das entscheidende Wort hier ist bis jetzt. Kurzum, diese Aussagen zeigen, dass die Führung im Kreml es ernst meint, dass es hier um eine Bedrohungsentschärfung geht, egal was wir davon halten, aus russischer Sicht, so erklärt sich, so begründet der russische Präsident das, aus seiner Sicht ist das eine westliche Aggression, ist die Ukraine zu einem Anti-Russland aufgerüstet worden und seien damit die gut nachbarschaftlichen Möglichkeiten mit der Ukraine zerstört worden. Der Westen habe mit Waffengewalt hier eben gewaltsam einen Umsturz mit bewerkstelligt. Entsprechend müsse Russland mit Waffengewalt reagieren und man werde diese Bedrohung ausschalten. Und je mehr Waffen der Westen hineinpumpt, desto mehr Leute werden sterben und desto mehr Zerstörung werde es geben. Das ist die Sicht Russlands, also nicht das Bewusstsein, man sei da schuldig, man habe eine Art Eroberungskrieg geführt, ganz im Gegenteil. Wenn man den russischen Präsidenten ernst nimmt in seinen Aussagen, dann ist aus seiner Sicht das Ganze eine Operation aus der strategischen Defensive heraus, um eine Aggression aus seiner Sicht des Westens zu kontern. Und meines Erachtens muss man natürlich solche Aussagen ernst nehmen, sollte man sie zumindest auch in unseren Medien abdrucken, sich damit auseinandersetzen, sie diskutieren, sie auch kritisch diskutieren. Und diese Auseinandersetzung findet allerdings nicht statt. Und deshalb müssen wir hier diese Funktion wahrnehmen und die entsprechenden Angaben einstreuen. Aber das ist ein riesiges Manko, meine Damen und Herren, auf unserer Seite, dass viel zu wenig berücksichtigt wird, was die Russen sagen, was der russische Präsident sagt, weil wir uns verrannt haben, und mit wir meine ich unsere Politiker, auch in der Schweiz, wenn ich da die Berater unserer Bundesrätin Viola Amherd anschaue, Pelvi Pulli zum Beispiel, die wichtigste Sicherheitsbeamtin der Schweiz, die Sicherheitsexpertin und wichtigste Beraterin der Bundesrätin, dann sind die dermaßen fixiert auf ihre Theorie und die besagt einfach, Russland ist ein Imperialist, das ist eine russische Aggression von A bis Z, das ist ein Ausfluss aus dem Hirn Putins und man weigert sich hier, die größeren historischen Bezüge zu sehen. Und umso wichtiger erscheint es mir, sich eben damit auseinanderzusetzen, was die Russen sagen, wie sie diskutieren und eben damit wir uns da selber ein Bild machen können. Putin sagt übrigens in diesem Interview, in diesem Gespräch mit den Kriegskorrespondenten, dass er nie die Absicht gehabt habe, die Ukraine, ihre Eigenständigkeit als Staat in Frage zu stellen, obwohl die historischen Ursprünge der Ukraine als Staat, als unabhängiger Staat sehr jung seien und dass viele Gebiete, die heute zur Ukraine gezählt werden, über Jahrhunderte hinweg zu Russland gehört hätten. Und er bezweifelt dann vor allem auch die verfassungsrechtliche Legitimität der Vorgänge in der bolschewistisch-kommunistischen Zeit, als Lenin und Stalin hier einfach einen Staat, eine Sowjetrepublik scheinautonom geschaffen haben. Das ist sozusagen die russische Innensicht. Aber auch hier finde ich es interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Ich bin zu wenig der Experte, um urteilen zu können, ob das stimmt oder nicht stimmt. Aber was ich kritisiere, ist die Tatsache, dass bei uns diese Argumentation überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wird. Und das ist gefährlich, nicht weil wir uns diese Argumentation zu eigen machen sollten, sondern weil wir unsere Strategie, unser Verhalten auch in der Schweiz auf einer möglicherweise falschen und einseitigen Deutung dieser Geschehnisse aufbauen. Und in der Schweiz sind wir an einem Punkt, wo die Neutralität, also dieses hochbewährte Sicherheitsinstrument, aufgrund der bei uns vorherrschenden Lagebeurteilung zum Krieg und seinen Ursprüngen, dass diese Neutralität in Frage gestellt wird, was ja zeigt, wie dramatisch sozusagen die Auswirkungen dieser Interpretation sind, die wir vornehmen. Also, es ist wichtig, sich hier mit allen Seiten zu befassen. Das Zitat, das ich meinem Editorial in der morgigen Weltwoche-Ausgabe voranstelle, heißt:
wann immer ich mit einem Problem konfrontiert werde, schaue ich mir es von verschiedenen Seiten an. Dalai Lama, das versuchen wir hier auch zu tun. Nicht um Sie einzulullen in die russische Propaganda, sondern um die westlich-ukrainische Propaganda zu kontern und den Aufruf zu platzieren, dass wir uns eben auch mit den Argumenten der Russen auseinanderzusetzen haben. Und wenn Sie es mir nicht glauben, wenn Sie mich schon als hoffnungslos einseitig aburteilen, zu Unrecht selbstverständlich, dann bringe ich zum Schluss dieser Sondersendung das Zitat, das ich schon heute Morgen in meinem Deutschland Daily gebracht habe, das Zitat von Helmut Schmidt 2014, der am ersten Höhepunkt dieser ganzen verfahrenen Zuspitzung, als sich die Krim loslöste und in Russland dann aufging, beziehungsweise von Russland annektiert wurde, wie es bei uns heißt, aus russischer Sicht handelte es sich hier um einen freiwilligen Beitritt zur Russischen Föderation. Helmut Schmidt, der hochangesehene ehemalige SPD-Bundeskanzler Deutschlands, hat gesagt, Sanktionen sind dummes Zeug gegen Russland und man müsse jetzt zusammensitzen, um die Sache nicht noch weiter eskalieren zu lassen. Das hat der Westen nicht gemacht. Er hat hier diese Situation hochbrennen und hochkochen lassen. Und das ist eine ganz wesentliche Mitverantwortung, die die westliche Seite trägt an diesem Konflikt. Es gibt noch andere Ursachen auf der westlichen Seite, die ganze NATO-Osterweiterung, darüber haben wir schon gesprochen. Aber ich nehme diesen Helmut Schmidt jetzt als Kronzeugen für die Notwendigkeit einer Verständigung und der Minimalanforderung, meine Damen und Herren, dass man überhaupt nur bereit ist, zuzuhören, was die anderen sagen. Bei uns sind sie so verpanzert in ihrer Sicht, und das macht mich eben auch misstrauisch, diese Intoleranz, diese fast gottesdienstartige, sektenartige Einhelligkeit, die sich bei uns da abzeichnet. Das ist kein gutes Zeichen, meine Damen und Herren, das ist kein das ist nichts Erfreuliches, das zeigt, dass bei uns irgendetwas nicht stimmt, und aus dieser Echokammer, aus diesem Selbstgespräch, aus dieser Höhle, aus dieser Selbsthypnose und Hirnwäsche müssen wir herauskommen, um wieder zur Kenntnis zu nehmen, dass es hier eben auch verschiedene Seiten gibt. Und Sie können ein Problem nur beurteilen, wenn Sie es von verschiedenen Seiten anschauen. Sonst sind Sie unfähig, ein Problem zu beurteilen, geschweige denn zu lösen. Also, wir werden dieses Interview, diese Diskussion zwischen Putin und den Kriegskorrespondenten übersetzen lassen. Wir werden das online publizieren als Dokumentation, damit Sie sich da selber einen Eindruck verschaffen können. Es ist sehr interessant, gewisse Punkte sind dann zu ausführlich, aber ich finde es auch interessant von der ganzen Herleitung des Konflikts, was Putin über die Ukraine sagt und dann natürlich auch über den unmittelbaren Kriegsverlauf. Das gibt Ihnen einfach eine weitere Facette, um sich selber eine bessere, eine präzisere Meinung zu bilden. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Spezial. Ich wünsche Ihnen einen weiterhin schönen Tag und freue mich, wenn Sie dabei bleiben.